Wenn du schon immer mal wissen wolltest, wie man diese 3D-Effekte malt, dann bist du heute hier ganz genau richtig. Hallo, mein Name ist Annette, willkommen auf meinem Kanal. Wir malen heute einen 3D-Schmetterling auf einen Stein. Den Stein habe ich gründlich mit einer Handbürste gewaschen. Den Schmetterling habe ich mit einem Kreidestift auf den Stein skizziert. Das hat den Vorteil, wenn ich die Linien entfernen möchte, brauche ich nur etwas Wasser. Das wirst du später im Video sehen. Den Stein bemale ich heute mit Acrylfarbe. Als erstes werde ich die Figur des Schmetterlings grundieren mit Acrylweiß. Nach ein bisschen Videomagie ist die Grundierung auch fertig. Als nächstes verwende ich die Farbe Phthalo Blau, mische sie mit etwas Weiß und male da erstmal die beiden Flügel des Schmetterlings komplett aus. An den Rändern wirst du sehen, dass ich direkt schon etwas dunkler werde. Ich verwende einfach da etwas weniger Weiß, weil wie du im Referenzbild siehst, sind die Flügel an den Außenkanten dunkler. Meine Linienführung mit dem Pinsel ist direkt jetzt auch beim Ausmalen schon in Richtung der Flügelvenen. Ich male die Flügel nicht ganz bis zum Rand, weil, wie ihr seht, sie haben sowieso einen weißen Rand und so laufe ich nicht auf die Gefahr hin, dass ich drüber male. So, die Grundfarbe des Schmetterlings steht, die ist fertig. Ich entferne jetzt mit einem feuchten Pinsel und einem Küchenpapier die überschüssigen weißen Kreidelinien. Ich werde jetzt mit purem Phthalo Blau die Kanten verdunkeln. Dabei achte ich darauf, dass ich einen weichen Übergang zur Mitte des Flügels hin habe. Das setzt man am besten um, indem man die überschüssige Farbe vom Pinsel abstreicht und vielleicht mit ein kleines bisschen Wasser die Kanten des dunklen Striches etwas verdünnt. Das Referenzfoto, was ihr oben rechts seht, ist übrigens ein von mir bemalter Stein. Den habe ich nicht mehr im Besitz, aber ich mache ja immer Fotos und ich fand den Schmetterling sehr schön und wollte ihn einfach nochmal malen.
Hier helle ich die Mitte des Flügels etwas mehr auf, indem ich noch ein bisschen mehr Weiß hinzunehme. Da arbeite ich immer vor und zurück mit dem Weiß und mit dem Blau, damit ich einen schönen sanften Übergang bekomme und damit die Mitte des Flügels heller ist, aber nicht zu hell. Was ich jetzt mache, ist den Ansatz vom Flügel zum Körper etwas zu verdunkeln, weil der Flügel fängt ja etwas weiter unten an und der Körper wirft da so ein bisschen Schatten drauf. Ich habe etwas Carbon-Schwarz auf meine Palette hinzugefügt. Ich werde das Schwarz mit dem Blau vermischen, um die Kanten der Flügel noch weiter zu verdunkeln. Mit dieser dunklen Mischung male ich wirklich nur den äußersten Rand, weil wenn man dann zu weit reingeht mit dem dunklen Blau, dann verliert man wieder diesen sanften Übergang. Ich habe zu meinem Skriptliner-Pinsel gewechselt und mir eine geschmeidige Mischung aus dem Blau und dem Schwarz angemischt und zeichne jetzt die Linien der Flügel ein.
Wenn du Probleme hast, dünne Linien mit dem Pinsel zu zeichnen, dann achte darauf, dass du ihn nicht seitwärts bewegst, sondern dass du ihn mit den Haaren bewegst, sodass die Haare sich auf keinen Fall auseinanderspreizen können. Hier korrigiere ich eine falsch gezeichnete Linie, indem ich einfach noch einmal in das Blau gehe und vorsichtig darüber tupfe. Ich beginne mit der Basislayer des Schmetterlingkörpers und benutze dafür ein helleres Blau. Mit helleren und dunklen Strichen und Tupfen male ich den Körper des Schmetterlings so, wie ich es auf dem Referenzbild sehe. Ich ziehe mit dem Malmesser mein Weiß etwas auseinander, um an frische Farbe zu kommen und werde jetzt mit dem Skriptliner und sehr viel Geduld die weißen Ränder des Schmetterlings zeichnen.
Es ist Zeit, die Fühler zu malen. Ich mache erstmal jeweils einen dunklen Strich und werde dann mit einer helleren Farbe die Lichtpunkte und Muster der Fühler einzeichnen. Nach ein paar Korrekturen an den weißen Außenlinien und an den Flügelfarben und an den Rändern bin ich jetzt mit dem eigentlichen Schmetterling fertig und es ist endlich Zeit, den Schatten zu malen. Dafür mische ich das Phthalo-Blau mit Wasser, sodass ich wirklich eine wässrige Lösung habe, die nicht zu dick ist, und zeichne die Schatten gemäß dem Referenzfoto ein.
Nun ist auch der Schatten fertig. Der Stein insgesamt gefällt mir sehr gut. Der Schmetterling sieht aus, als ob er in echt auf dem Stein sitzt. Wenn ihr daran Interesse habt, einen weiteren Schmetterling zu malen, dann habe ich hier noch ein Video für euch mit einem gelben Schmetterling. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, gebt mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.